So, Hallihallöchen, Hänse bitte und willkommen zurück zu Let's Play Ocean's Heart. Wir sind im Westen der Stadt und haben jetzt zwei mögliche Ziele, was wir machen können. Also drei, wir können erkunden. Nach Norden, nach Süden, nach Osten. Ne, Osten waren wir schon. Nur nach Westen geht's nicht weiter. Unser Schwert ist super strong. Wir können Stöcke sammeln, das ist cool. Ich mag Stöcke. Oh, und wir haben ja noch von dem Geist eine Quest. Ist das hier der... Ja. Grußgrab. Grüßgrab. Oder Grüßgott. Oh. Was ist mit dir? Wow. Uncool. Wow. Oh. Au. Wow. Damn, das Feuer macht hart Damage. Unsere schönen Äpfel. Also er dasht jetzt. Aber gegen die Wand. Och Mann. Das frustet mich wegen dem einen Feuerding. Wir haben die Segelvogeltrainer erhalten. Dieser Zoo verbraucht ein bisschen Magie, um einen Blitz aus dem Himmel zu beschwören, der einen Gegner in deiner Nähe trifft. Kann man das jetzt behalten? Da wurde ein Blitz eingemeißelt. Harry Potter? Da ist noch eine Druckplatte. Ich weiß nicht, wie man Magie verwendet. Ja, wir können nicht raus. Ja, ich will ja auch den Blitz ein... Aha. Ich habe ihn jetzt aus... Durch X. Okay. Magie lädt sich so auf, Alter. Braucht richtig fett Mana. Müssen wir jetzt noch Bericht erstatten? Das war ja quasi noch eine Nebenaufgabe. Es gibt Verbesserungen. Okay, aber anscheinend müssen wir jetzt nicht extra zurück oder so. Bam. Oh. Monstergeode. Die könnte wertvoll sein. Bis sie die Feigenfähre nach Eichenportal gab und nimmt. Die Überfahrt kostet nichts, das Dienst der Stadt. Lass die Absperrung runter, fall nicht von der Fähre, sonst musst du auf die Rückkehr warten. Will ich Fähre fahren? Erstmal will ich ein paar Kamillen sammeln. Kann man sich einen Tee draus backen. Oh, ein Baum. Oh, ein... Ist eine Raupe? Hast du... Aha. 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 Ich habe keine Ahnung. Schön. Instant Respawn. Schade, dass es nicht bei... Ah, hier ist Krabbenhaken. Hier fängt man schon ab und zu was, aber richtig beißen tun sie südlich des Dorfes im Lotuswatt. Ich würde auch dort angehen, wenn da nicht dieses fiese Monster wäre, das alle angreift. Wollen wir uns kurz hier umschauen? Eigentlich hätte ich nicht Bock auf so... Ich will jetzt was erleben und nicht immer nur Stadtsach. Komm mal rein, mein Lieber, ich bin die Kräuterkundige. Wenn du Tischchen möchtest, kannst du Kräuter... hier. Aha. Gut, aber wir können tatsächlich nichts wirklich herstellen. Wir haben aber schon Teilzutaten. Ja. Ist aber auch sehr interessant und eigentlich sehr cool, dass man sowas machen kann. Ah, du wirst mir nicht glauben, wie riesig das Monster war, das mich neulich erwischt hat. Ich war im Bad südlich des Dorfes angeln. Dort, wo man eigentlich... ob des Monsters nicht angeln soll. Und dann sprang dieses Monster heraus und griff mich an. Das hätte ich nie erwartet. Richtig surprising. Richtig angeln. Fische... sind im Wasser lebende Tiere. Man möchte sie vielleicht essen. Sollte das der Fall sein, muss man sie erst aus dem Wasser kriegen. Dieser Kerl ist wohl wirklich ein Anfänger. Hallo, jeder muss langsam lernen, ne?
Hast du die Geschichte vom Phantomkörper gehört? Ja, das war eigentlich Asta, aber den kenne ich schon. Ach cool, dass sie das so gleich übertragen haben. Ich will diese blaue Rüstung. Interessiert an ausgezeichneten Fisch. Wir haben auch kürzlich einen Laden im Hafen von Kitzkopf errichtet. Das Geschäft brummt neuerdings. Möchtest du... Sieht ein bisschen besser aus als deine. Oh, Verteidigung 1. Ich glaube, sie wäre immer ein bisschen besser als meine. Hallo? Brauchst du Vorräte? Ja, wir kaufen... Weißt du was? Ich kaufe einfach nochmal, weil das hält ja... Ja. Wir brauchen viel Heilung. Wo kommen all diese Karotten her? Das ist einige Monate her, aber jetzt haben wir die letzten Schäden nach dem Angriff fast beseitigt. Was war los, Piraten? Ja. Ja, zum Glück war jemand hinter der freiwilligen Flotte hinter den Piraten her. Oh mein Gott, das könnte mein Vater gewesen sein. Ja, sagt ihm dann mein Dank und Co. Cool, vor 6 Monaten. Das sind... Ich wollte nur mit ihm reden. Aber das geht schwer. Wow. Fischer. Und dann kommt mir mit so einer Fischers... Pick. Okay, hier ist der Eingang. Oh, du hast meine Notiz in der Taverne gesehen? Piraten haben mir letzte Woche eine Schatzkarte verkauft. Da soll sich auf der Geisterinsel der Brückenzweiginsel befinden. Gold, Juwelen, aber ich bin so alt. Ja, ich brauche jemanden, der quasi alles für mich macht. Was, Geisterinsel? Hä? Ja, alle Bäume sind vor ein paar Jahren gestorben. Und das heißt, dass sich dort eine Abscheulichkeit bereit gemacht hat. Ich zahle gut. Hilf diesen Narren. Okay, der Schatz befindet sich auf den Schreien. Bring ihn zurück, wir teilen. Ah. Passt. Halt, warte, er hat eine Karte. Haben die lesen? Nein. Bevor wir das Boot nehmen. Ist fast wieder runtergefallen. Jetzt hier noch ein Laden. Hey, du siehst dem Kerl, den ich vor Monaten beim Krämerriff begegnet bin, ziemlich in dem Kerl. Das könnte mein Vater gewesen sein. Ja, ja. Aber wir kriegen keine wirklichen Informationen. Er ist der Bürgermeister. Glaubst du, du kannst mir helfen? Okay. Neuerdings werden Angler südlich. Ja, das Monster, ja, passt. Komm zurück. Ach, und hier ist dann... Ich habe eine wirklich echte Schatzkarte gefunden und ja, okay, also die quasi jede Taverne hat ihre 2 Quests. Hadouken! Oh, es blitzt, aber irgendwie auch nicht. Ich gehe nicht auf das Boot von dem, weil ich weiß, dann falle ich ins Wasser. Ich weiß, wie mich dieses Spiel verarscht. Ja, das scheint so ein Nebenbereich sein. Oh, ein Achievement. Ist es der Ballasthafen? Nein. Das ist jetzt einfach wirklich ganz, ganz separat. Es gibt große... Wow! Schnecken. Wieso haben wir die nicht getroffen? Oh! Alter, chill. Also, wenn die ihre Fühler leuchten... Jo! Hey, du, wie viel Leben hast du denn? Also, da oben ist noch eine. Die können nicht durch Bäume, aber wir können zumindest durch Bäume schlagen. Gut. Das nutzen wir einfach zu unserem Vorteil. Also die chargen immer. Ich verstehe manchmal nicht,
wie die Dings ist. Musst du irgendwie hier rein dashen oder so? Mach mal. Oh, das ist nicht da rein. Ich glaube, wir müssen ihn hier reinlocken. Weil ich will das nicht berühren. Nein, okay. Deine Gesundheit ist um 1 gestiegen. Ah, es gab leider keinen Schatz zum Teilen. Schade. Aber ein Lebensupgrade, das ist wichtig. Oh Gott, die respawnen natürlich wieder. Hey, du hast überlebt. Nun, hast du einmal voll Rubine oder Gold entdeckt? Ich glaube, du wurdest reingelegt. Auf der Insel gab es weder Gold noch sonst was Gutes. Ein Lebensupgrade. Oh, das war die 3 Tintenfische, die ich dafür bezahlt habe, überhaupt nicht wert. Warum hast du geglaubt, dass eine Schatzkarte, die ein Pirat für 3 Tintenfische verkauft, echt zu einem Schatz führen würde? Weil, ja, du hast eigentlich recht. Ja, danke. Du darfst jederzeit ein Boot nehmen, dass du zur Geisterinsel kommst, ne? Ja, danke. Gut, das war dieses Krabbendorf. Auch ganz nett mal getroffen zu haben. Einmal werden wir noch hinkommen, wenn wir dem Bürgermeister berichten. Krass, dass die Schnecken halt so viel ausgehalten haben. Oh. Ich plane schon zwei dieser Ogre. Aber die haben nicht so eine weite Range. Hey du, hilf mir kurz, diese Monster. Ich kann nicht weg. Boah, 2 Hits. Au. Und sie können blocken. Hey, danke, das war knapp. Ich bin Lilly von Lillys Lieferung. Lieferung? Nein, Lilferungen. Wie Lil, also kurz für Lilly. Ich dachte, das wäre ein guter Name. Ich habe ein Schiff. Ich lilfere Fracht, weißt du? Ach, wenn das zu deiner Marke gehört, ist das doch toll. Komm nur dem Monster nicht zu nah. Du, ich möchte was für dich tun, weil du mich hier echt gerettet hast. Wenn du mich irgendwo siehst, sprich mich an. Ich segle ihm herum. Ich kann dich überall hinbringen, wo ich schon mal war. Oder auch an Orte, an denen ich nicht war, wenn du mir eine Seekarte bringst. Oh, warte, kannst du... Ja, ich will... Ja, okay, geht doch nicht. Nachträgliche Sporen. Sehr kreative Monster. Ich werde jedes Mal verarscht. Da brauchen wir eine Bombe. Oh, aber ein paar Zweige sind gespawnt. Zeitenwald. Oh, nice. Wir können in den Brunnen fallen. Will ich in den Brunnen fallen? Eigentlich noch nicht. Ich will erstmal kontrolliert... Oh. Ja? Doch, ja. Ah, Äpfel. Geil. 6. Nee, achso, 6 haben wir insgesamt. Ich glaube, ich... Kann ich dem Wasser trauen? Wir brauchen auf jeden Fall viele Bomben. Also hier kann man rein. Wow. Gut getarnt. Zu gut getarnt. Die können überall sein. Oh je. Okay, also pass mal auf. Wir haben hier was auch immer. Oh! Oh! Hat das gerade 3 Hitpoints auf einmal gemacht? Wir hatten doch 3 Leben. Okay, also das Punishment ist jetzt nicht so krass zum Glück. Ich weiß nämlich nicht, wann wir zuletzt gespeichert haben.
Wow, aber wir haben 3 Leben. Hier ist auch kein... Oh, hätte ich lesen müssen. Vielleicht musst du zurückkehren, wenn du stärker geworden bist. Würde es auch 4 Leben killen? Ich speichere mal und dann ist mir... Kann man durch... Ha! Haha! Du Opfer! Und es gibt ein Schloss in der Nähe. Aha, gut, dann machen wir hier im nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin, also, das Spiel macht mega Bock. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.